Hallo, ich bin's wieder, eure Donna. Ihr wollt euer Handy bedienen und trotzdem warme Hände haben? Kein Problem mit diesen fingerlosen Handschuhen. Wie ihr die häkeln könnt, zeige ich euch jetzt. Wenn ihr keine weiteren Anleitungen sowie Tipps und Tricks rund ums Häkeln verpassen möchtet, dann abonniert meinen Kanal doch gleich am besten. Ihr braucht Häkelgarn eurer Wahl. Ich verwende die Dream Color von Hobby in der Farbe Unicorn und die Bravo von Schachenmeier in der Farbe Ecru. Eine zu eurem Garn passende Häkelnadel. Ich verwende die Größe 3,5. Eine Schere und noch eine Stopfnadel, um die Fadenenden zu vernähen. Die von mir verwendeten Materialien sowie Angaben zum Garnverbrauch findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wir starten mit einem magischen Ring. Um diesen anzufertigen, gibt es mehrere Methoden. Ihr macht ihn einfach nach der Methode, mit der ihr am besten zurechtkommt. Nachdem ihr einen magischen Ring nach eurer gewünschten Methode angefertigt habt, geht es mit Stäbchen weiter. Um auf die Höhe von Stäbchen zu kommen, brauchen wir erstmal 3 Luftmaschen. Danach häkeln wir direkt in den Ring 2 Stäbchen hinein. Danach folgen 2 Luftmaschen. Im Anschluss daran werden wieder direkt in den Ring 3 Stäbchen hineingehäkelt. Häkelt danach 2 Luftmaschen und erneut in den Ring 3 Stäbchen. Es folgen nochmal 2 Luftmaschen und dann häkeln wir ein viertes Mal direkt in den Ring 3 Stäbchen hinein. Bevor wir nun weiter häkeln, nehmt einmal den losen Anfangsfaden eures magischen Rings und zieht daran, sodass sich der Ring schließt. Um nun diese erste Runde abzuschließen, häkelt nochmal 2 Luftmaschen. Danach müssen wir diese mit den anfänglichen Steigeluftmaschen verbinden. Das tun wir, indem wir in die von unten aus gesehen 3. Steigeluftmasche einstechen und eine Kettmasche häkeln. Dort stecht ihr ein, holt euren Faden und zieht ihn durch. Somit haben wir die erste Runde unseres Granny Squares abgeschlossen. Für einen unsichtbaren Rundenübergang werden wir den runden Anfang bzw. Ende in die nächste Ecke verlegen. Häkelt dazu mit Kettmaschen an den Stäbchen entlang, bis ihr in der Lücke der nächsten Ecke angekommen seid. Auch dort häkelt ihr noch eine Kettmasche hinein. Die zweite Runde startet wieder mit 3 Luftmaschen. Häkelt danach in die Lücke der Vorrunde 2 Stäbchen hinein. Um wieder eine Ecke zu kreieren, häkelt 2 Luftmaschen. Danach folgen 3 Stäbchen, nach wie vor in die gleiche Lücke. Ihr behäkelt also keine Maschen, sondern stecht einfach immer in die Lücke hinein. Somit haben wir nun die erste Ecke der zweiten Runde geschaffen.
Damit das Granny-Muster ein wenig kompakter wird, werden wir keine Luftmasche zur Trennung der Seiten häkeln, sondern wir gehen jetzt gleich in die nächste Ecke über und werden dort drei Stäbchen häkeln. Danach zwei Luftmaschen und wieder drei Stäbchen in die Lücke. Die zweite Ecke der zweiten Runde ist fertig. Im Anschluss wird die nächste Lücke behäkelt und zwar mit drei Stäbchen. Gefolgt von zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Und jetzt sind wir auch schon bei der nächsten Lücke angekommen. Stecht auch dort ein und häkelt drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Nun können wir die zweite Runde abschließen. Das machen wir wieder, indem wir in die von unten aus gesehen dritte steile Luftmasche eine Kettmasche häkeln. Danach versetzen wir unseren Rundenanfang wieder in die nächstgelegene Ecke. Häkelt dazu mit Kettmaschen weiter, bis ihr in der nächsten Ecke angekommen seid. Die dritte Runde startet dann wieder mit drei Luftmaschen. Danach zwei Stäbchen in die Lücke der Vorrunde. Gefolgt von zwei Luftmaschen. Und nach wie vor in die gleiche Lücke nochmal drei Stäbchen. So haben wir die erste Ecke der dritten Runde geschaffen. Im Anschluss häkeln wir in die nächste Lücke drei Stäbchen hinein. Nun sind wir bei der zweiten Ecke angekommen. Die Ecken bestehen ja immer aus drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Häkelt danach in die nächste Lücke drei Stäbchen. In der dritten Ecke angekommen folgen drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Drei Stäbchen. Und schon sind wir wieder bei einer Seite. Häkelt dort drei Stäbchen in die nächste Lücke.
Wir befinden uns nun bei der letzten, vierten Ecke der dritten Runde. Dort brauchen wir wieder drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Bei der letzten Seite häkelt ihr drei Stäbchen in die Lücke. Um diese dritte Runde abzuschließen, häkelt wieder eine Kettmasche in die von unten aus gesehen dritte Steigeluftmasche hinein. Und so sieht unser Granny Square bisher aus. Nach dem Prinzip der dritten Runde werden nun auch alle nachfolgenden Runden gehäkelt. Das heißt, für die vierte Runde arbeitet euch mit Kettmaschen in die nächste Ecke und häkelt drei Steigeluftmaschen. Denkt daran, dass die Ecken immer aus drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen bestehen. Alle Seiten werden mit nur drei Stäbchen behäkelt. Ihr häkelt nun so lange an eurem Quadrat weiter, bis ihr die Breite eures Handrückens erreicht habt. Wie ihr hier sehen könnt, benötige ich nur noch eine weitere Runde. Ich möchte allerdings, dass die letzte Runde wie so eine Art Umrandung fungiert. Daher werde ich nun den Faden wechseln. Dazu habe ich meine aktuelle Runde wie bisher mit einer Kettmasche beendet und werde mich jetzt wieder mit Kettmaschen in die nächste Ecke vorarbeiten. Jetzt wäre ja eigentlich der Moment, in dem wir noch eine Kettmasche in die Ecke häkeln. Davor erfolgt nun allerdings der Farbwechsel. Nehmt euch also eine Schere und schneidet den Faden ab. Denkt aber daran, noch ein Stückchen Faden zum Vernähen dran zu lassen. Nehmt euch nun eure zweite Farbe, stecht mit der Häkelnadel in die Ecke ein und holt den neuen Faden. Zieht ihn durch die Ecke und durch die Schlaufe auf der Häkelnadel. Den losen Anfangsfaden werden wir natürlich später noch vernähen. Und so habe ich jetzt die neue Farbe angesetzt, mit der ich jetzt noch eine Runde weiter häkeln werde. Es geht jetzt also ganz einfach weiter wie bisher. Das heißt, ihr braucht für eure neue Runde erstmal wieder drei Luftmaschen. Danach folgen zwei Stäbchen. Wenn ihr möchtet, könntet ihr, so wie ich hier, den losen Anfangsfaden auch gleich ein Stückchen mit einhäkeln. Danach zwei Luftmaschen, drei Stäbchen und so weiter und so weiter. Ihr kennt das Prinzip ja inzwischen. An der Vorgehensweise hat sich also absolut nichts geändert, nur die Farbe ist jetzt für die letzte Runde einfach eine andere. Ich bin inzwischen am Ende meiner Runde angekommen. Um diese letzte Runde nun abzuschließen, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könntet zum Beispiel in die von unten aus gesehen dritte Luftmasche einstechen und einfach eine Kettmasche häkeln. Den Faden dann abschneiden und abschließend doch vernähen. Ich persönlich finde folgende Methode allerdings sehr, sehr viel schöner. Und zwar werde ich jetzt schon den Faden abschneiden, lasse aber natürlich noch ein gutes Stück zum Vernähen dran. Ich nehme mir dann eine Stopfnadel zur Hand und fädle das Garn auf. Jetzt werde ich mit der Nadel nicht in die dritte, sondern in die von unten aus gesehen vierte Masche einstechen. Zum besseren Verständnis, das ist die Masche des ersten Stäbchens nach den drei Steigeluftmaschen. Stecht also mit eurer Nadel in beide Maschenglieder dieser vierten Masche ein und zieht sie durch.
Danach stechen wir wieder in die beiden V-förmigen Maschenglieder ein, aus der der Faden herauskommt. Ihr stecht sozusagen direkt durch das Stäbchen durch. Zieht ihr den Faden nun langsam weiter durch, seht ihr, wie sich eine Masche bildet. Wir haben somit sozusagen die dritte Steigeluftmasche ersetzt und unsere Runde damit beendet. Durch diese Methode haben wir zum einen diesen kleinen Knubbel vermieden, der sich sonst immer beim Abschluss mit Kettmaschen bildet, und zum anderen bleibt die Maschenanzahl exakt gleich und das ist ganz, ganz wichtig für die weiteren Schritte. Vernäht nun alle losen Anfangsfäden nach eurer gewünschten Methode. Häkelt danach dann noch drei weitere Granny Squares, da wir ja logischerweise für zwei Handschuhe insgesamt vier Stück benötigen. Nun beginnen wir damit, unseren ersten Handschuh zusammenzusetzen. Nehmt dazu zwei Granny Squares in die Hand und legt Vorderseite auf Vorderseite, sodass die Rückseite zu euch schaut. Die Vorderseite könnt ihr mal ganz gut daran erkennen, dass die V-förmigen Maschenglieder der letzten Runde immer zu euch zeigen. Wir werden nun zwei gegenüberliegende Seiten zusammenhäkeln. Nehmt dazu eure Häkelnadel und stecht in die von unten aus gesehen zweite Luftmasche durch beide Maschenglieder ein. Genauso auch noch auf der anderen Seite. Setzt nun einen neuen Faden an. Das heißt, ihr setzt euch einen neuen Faden auf die Häkelnadel, lasst dabei ein kleines Schwänzchen zum Vernähen dran und zieht den Faden dann durch die beiden Maschen, die ihr gerade auf der Häkelnadel habt. Häkelt danach noch eine Luftmasche. Nun werden wir hier die jeweils gegenüberliegenden Maschenglieder zusammenhäkeln. Stecht also bei eurer nächsten Masche durch beide Maschenglieder durch und genauso auf der anderen Seite. Sucht euch auch hier die nächste Masche und stecht durch beide Maschenglieder. Faden holen. Durchziehen und dann häkeln wir eine feste Masche. Und so geht das jetzt einfach bis zum Ende weiter. Normalerweise würde ich diese Naht jetzt mit Kettmaschen zusammen häkeln, einfach weil die Naht dadurch ein bisschen flacher wird. Aber es haben sich viele von euch gewünscht, dass ich das auch mal mit festen Maschen zeige und deswegen gibt es jetzt eben die Naht mit festen Maschen anstatt mit Kettmaschen. Achtet dabei darauf, dass ihr die festen Maschen nicht zu eng häkelt, da sich eure Naht sonst zusammenziehen wird. Die Naht wird so nun bis zur ersten Luftmasche der nächsten Ecke geschlossen. Ich bin nun auf beiden Seiten bei der ersten Luftmasche der nächsten Ecke angekommen und häkle hier meine letzte feste Masche hinein. Häkelt noch eine Luftmasche und dann könnt ihr den Faden auch schon abschneiden. Denkt mal wieder daran, noch ein Stückchen Faden zum Vernähen dran zu lassen. Zieht den Faden durch die zuvor gehäkelte Luftmasche und zieht nochmal kurz fest daran, damit hier auch erstmal nichts mehr aufgehen kann. Nun werden wir die gegenüberliegende Kante ebenfalls schließen. Allerdings wird diese Seite nicht komplett geschlossen, denn hier in der Mitte kommt im fertigen Handschuh unser Daumen raus. Das heißt also, wir setzen jetzt wieder hier an der rechten Ecke einen neuen Faden an. Wie vorhin auch schon, stecht ihr in die zweite Luftmasche durch beide Maschenglieder ein. Auf der gegenüberliegenden Seite wieder genauso. Hier also erste Luftmasche, zweite Luftmasche. Nehmt dann einen neuen Faden auf die Häkelnadel, lasst ein Stückchen zum Vernähen dran, zieht den Faden durch alle Maschen auf eurer Häkelnadel und macht noch eine Luftmasche.
Nun werden wieder die jeweils gegenüberliegenden Maschenglieder zusammengehäkelt. Aber wie gesagt, lasst in der Mitte noch eine Öffnung für den Daumen. Ich werde daher nur das erste Granny-Grüppchen, also hier den Abschnitt mit den drei Stäbchen, zusammenhäkeln. Das bedeutet, die in meinem Fall mittleren drei Granny-Grüppchen bleiben offen. Häkelt am Ende noch eine Luftmasche, schneidet den Faden ab, führt ihn durch die Luftmasche und zieht ihn fest. Danach dreht euer Häkelstück und dann wiederholen wir das Ganze noch auf dieser Seite, sodass sich hier in der Mitte, wie gesagt, eine Öffnung für unseren Daumen ergibt. Habt ihr auch das geschafft, zieht den Handschuh probeweise nochmal kurz an und schaut, ob euch das so jetzt gut passt und gefällt, bevor wir jetzt gleich dann die losen Fadenenden fest vernähen. Meine Fäden sind jetzt vernäht und nun müssen wir nach diesem Prinzip noch die beiden anderen Grannys unseres zweiten Handschuhs zusammensetzen. Falls ihr so wie ich vorne und hinten unterschiedliche Farben habt, dann denkt daran, dass eure Daumenöffnung beim zweiten Handschuh auf der anderen Seite sein muss. Nachdem ihr also beide Handschuhe zusammengesetzt habt, fehlen jetzt nur noch an drei Stellen die Rippenbündchen, nämlich einmal hier oben an unseren Fingern, dann noch seitlich an der Daumenöffnung und natürlich noch hier unten am Handgelenk. Ich beginne nun an der Unterseite, also am Handgelenk. Wichtig dabei ist, dass der Handschuh noch nicht umgedreht wird. Das bedeutet, unsere eigentliche Innenseite ist immer noch nach außen gestülpt. Die Handschuhe werden erst ganz zum Schluss, wenn alle Bündchen dran sind, alle Fäden vernäht sind, umgedreht. Für das Rippenbündchen müssen wir nun wieder einen neuen Faden ansetzen. Es ist eigentlich total egal, wo ihr den Faden ansetzt, allerdings finde ich persönlich es immer schöner, wenn die Nahtstellen aufeinander sitzen. Das heißt, ich werde in dem Fall den Faden hier bei der Daumennaht ansetzen. Beachtet dabei, dass wir die ersten beiden Luftmaschen bereits beim Schließen der Daumennaht behäkelt haben. Damit diese nicht doppelt behäkelt werden, stechen wir in die noch unbehäkelte zweite Luftmasche in beide Maschenglieder ein und beginnen dort mit dem Rippenbündchen. Nun müsst ihr euch entscheiden, wie hoch bzw. breit euer Bündchen denn eigentlich werden soll. Ich werde nun zum Beispiel 15 Maschen anschlagen. Wir werden jetzt allerdings nicht auf der Vorderseite unserer Luftmaschenkette weiter häkeln, also nicht dort, wo sich die V-förmigen Glieder befinden, sondern auf der Rückseite. Dort seht ihr kleine Stege und in die häkeln wir jetzt weiter. Stecht in den ersten Steg von eurer Häkelnadel aus gesehen ein und beginnt alle hinteren Stege eurer Luftmaschenkette mit festen Maschen zu behäkeln. Also durch den hinteren Steg einstechen, Faden holen und eine feste Masche häkeln. Und so geht es nun die gesamte Luftmaschenkette entlang weiter. Da ich eine Luftmaschenkette mit 15 Maschen gehäkelt habe, muss ich nun logischerweise 15 feste Maschen häkeln. Bei euch können das natürlich mehr oder weniger sein, je nachdem, wie viele Maschen ihr bei eurer Luftmaschenkette gehäkelt habt. Ich bin nun bei meiner letzten, 15. Masche angekommen und häkle dort auch noch eine feste Masche hinein. Die erste Reihe des Bündchens ist abgeschlossen. Nun werden die nächsten beiden Maschen, also diese und diese hier, mit je einer Kettmasche behäkelt. Stecht dazu in die nächste Masche durch beide Maschenglieder ein und häkelt eine Kettmasche. Genauso auch in der nächsten Masche. Durch das Behäkeln dieser beiden nächsten Maschen mit Kettmaschen wird sich das Bündchen im weiteren Verlauf zusammenziehen und somit richtig schön am Handgelenk anliegen. Für die nächste Reihe wendet nun einmal euer Häkelstück. Jetzt werden die soeben gehäkelten beiden Kettmaschen übersprungen. Das heißt also, diese und diese Masche wird übersprungen und ihr stecht erst in die von eurer Häkelnadel aus gesehen dritte Masche ein
und häkelt die Rückreihe ebenfalls mit festen Maschen. Wichtig dabei ist außerdem, dass ihr ab jetzt in allen Reihen nicht durch beide Maschenglieder, sondern immer nur in das hintere stecht. Stecht nun also von eurer Häkelnadel aus gesehen in das hintere Maschenglied der dritten Masche ein und häkelt eine feste Masche. Genauso geht es jetzt die restlichen Maschen weiter, bis ihr am Ende eurer Reihe angekommen seid. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin nun am Ende meiner zweiten Reihe angekommen und habe hier meine letzte 15. Masche behäkelt. Für die dritte Reihe wenden wir nun wieder das Häkelstück. Danach brauchen wir eine Wendeluftmasche. Diese Wendeluftmasche steht stellvertretend für die erste feste Masche. Das heißt also, dass wir in die Masche, in der sich schon die Wendeluftmasche befindet, keine feste Masche mehr hineinhäkeln, sondern erst in die zweite. Bedenkt auch hier wieder, dass wir weiterhin nur das hintere Maschenglied behäkeln. Stecht jetzt also in das hintere Glied der nächsten Masche ein und häkelt eine feste Masche. Genauso geht es wieder die ganze Reihe entlang. Nachdem ihr die letzte Masche eurer Reihe behäkelt habt, werden die nächsten beiden Maschen dann wieder mit je einer Kettmasche behäkelt. Und danach wird das Häkelstück wieder gewendet. Die vierte Reihe startet ihr nun, indem ihr in das hintere Maschenglied der, von eurer Häkelnadel aus gesehen, dritten Masche einstecht. Nach diesem Prinzip häkelt ihr nun so lange, bis ihr einmal komplett um eure Öffnung herumgekommen seid, sodass wir nun auch diese Naht schließen können. Dazu werden wieder die jeweils gegenüberliegenden Maschen mit festen Maschen oder mit Kettmaschen zusammengehäkelt. Falls ihr nicht mehr wisst, wie genau das jetzt funktioniert, dann springt am besten mal in das Kapitel Granny Squares zusammensetzen zurück. Habt ihr eure letzten beiden Maschen miteinander verbunden, häkelt noch eine Luftmasche und dann könnt ihr euren Faden auch schon wieder abschneiden. Bedenkt mal wieder, dass ihr noch ein Stückchen Faden zum Vernähen dran lasst. Zieht den Faden durch die zuvor gehäkelte Luftmasche und zieht nochmal kurz fest daran, damit auch nichts aufgehen kann. Das nächste Bündchen, das wir häkeln werden, ist das für die Finger oben. Dieses Bündchen funktioniert genau nach der gleichen Vorgehensweise wie auch schon beim Handgelenk. Setzt also einen neuen Faden an, am besten wieder an einer Nahtstelle und schlagt eine Luftmaschenkette in der gewünschten Höhe eures Bündchens an. Ich habe mich hier zum Beispiel für 5 Maschen entschieden. Der Rest funktioniert dann wieder exakt so wie auch schon beim Handgelenk. Ich zeige es euch hier nochmal kommentarlos im Schnelldurchlauf. Häkelt so nun auch hier einmal um die Öffnung herum, sodass wir im Anschluss Anfang und Ende wieder schließen können, indem wir die jeweils gegenüberliegenden Maschen zusammenhäkeln. Habt ihr eure letzten beiden Maschen miteinander verbunden, häkelt noch eine Luftmasche und dann können wir den Faden wieder abschneiden. Bedenkt wieder, dass ihr noch ein Stückchen Faden zum Vernähen dran lasst, zieht den Faden durch die zuvor gehäkelte Luftmasche und zieht nochmal fest daran, damit nichts aufgehen kann. Jetzt fehlt auch nur noch das Bündchen um den Daumen herum, damit der Daumen natürlich auch schön eingepackt wird.
Da ich möchte, dass die beiden Bündchen für Finger und Daumen gleich sind, werde ich auch hier wieder einen neuen Faden ansetzen und eine Luftmaschenkette mit 5 Luftmaschen anschlagen. Habt ihr an allen 3 Stellen euer Rippenbündchen angesetzt, müsst ihr nur noch alle losen Fadenenden vernähen. Sind alle Fäden vernäht, können wir nur noch endlich unseren Handschuh umdrehen, da wir ja die Innenseite mit den Nähten nicht nach außen tragen möchten. Setzt dann natürlich noch die 3 Rippenbündchen an eurem 2. Handschuh an, vernäht alle losen Fadenenden und stülpt auch diesen um. Und somit sind eure neuen fingerlosen Handschuhe fertig. Wenn ihr eure eigenen Handschuhe nach meiner Anleitung hier gehäkelt habt, dann würde ich sie gerne sehen und bestaunen wollen. Benutzt dafür in euren Social Media Posts den Hashtag Handgemacht mit Donna. Für mehr Einblick in meine aktuellen Häkelprojekte werft doch auch mal einen Blick in meine Social Media Profile auf Instagram, Facebook oder TikTok. Wenn euch dieses Häkelprojekt gefallen hat oder ihr vielleicht noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar unter dieses Video. Wir sehen uns dann in der nächsten Häkelanleitung wieder.